Warum kann ich jetzt nicht raustappen? Ah, jetzt. Okay. Warte, geht sofort los. Oh Gott. So, dann machen wir jetzt mal mit der Hauptquest weiter. Aber wir sollten dennoch mal ganz kurz meditieren. So ein Stündchen. So. Und vielleicht einmal kurz Plötze rufen. Weil es hier ein bisschen außerhalb liegt, das Ganze, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen uns ja mit den Söldnern treffen. Da wir ja Rittersporn endlich befreien wollen. Mal sehen, ob das überhaupt was wird. Wie ich Rittersporn kenne, verzapft er sogar das. So. Ab wann kann ich galoppieren? Also hier noch nicht. Gut. Zieh die Waffe. Mach langsam. Ich aber nicht. Hallo? Du schon wieder? Willst du noch mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Wow, Vogelscheuche. Und kämpfe gegen mich. Ich bin gewarnt. Nun zeig mal, was du kannst. Schon gut. Ich ergebe mich. Schon wieder ein Schlag. Der hat ja geübt. Ja, aber nächstes Mal... Ach komm. Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Werd erstmal groß und stark, Süßer. Okay. Dann einmal zurück hier lang. Na, jetzt dürfen wir galoppieren. Ja, ja, ich sehe welche eben verdächtig aus. Dann kommen wir jetzt durch dieses Dorf der Katzen. Ja. Die sieben Katzen. Scheiß Heimatland. Stimmt, ihr wollt mich ja heute auch um die ganze Sache mit den Fragezeichen kümmern. Ja, dass du da nicht hochkommst, ist mir klar. Aber Spätze, könntest du bitte einmal hier am Rande lang gehen? Hey. Komm jetzt. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... Verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Das will ich gar nicht wissen.
Na gut, sie kann bleiben. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Nein! Oder? Ach komm, was soll's? Sicher, spielen wir. Okay. Warte mal hier einfach mal. So, weiter geht's. Warum hat er eigentlich nur 8 Karten und ich habe 8 Karten? Und ich habe die Runde gewonnen. Sehr schön. Das ändert ja nichts an der Tatsache. Hey. Ich verstehe den Sinn da gerade nicht. Lol.
Bombe, wie ich einfach mal bei 5 Punkten bleibe. Natürlich hat mein Gegner die Runde gewonnen. Hab ich schon wieder gewonnen? Meine Güte. Also nochmal. Wenn du kein Geld mehr hast, spielen wir um... Sie kommen! Da kommen sie! Priscilla, bleib hier. War klar. Geralt, ihm nach! Überlass die hier uns! Jo. Komm, Reiter. Verdammt, hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Hier sind sie durchgeritten. Okay, also einmal in die andere Richtung. Wäre ja auch die zu einfach. Sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Tja. Wiegt Ritter Sporn wohl doch ein bisschen mehr? Beruhige dich, Plätze. Das sind nur Bienen. Wie konnten die so schnell verschwinden? Dann habe ich doch nun auch nicht gebraucht, aufs Pferd zu kommen. Hufspuren. So ist's gut. Den Hähnchen streiten. Danke! Ich wusste, dass das kommt. Jo. Oh, sehr geil. Ja, da werde ich natürlich einmal ganz kurz von abbeißen. Mir geht natürlich kein Weg dran vorbei. Himmlisch. Ich darf mich nur nicht selber aufspießen.
Also ich habe so das Gefühl, eigentlich, seit ich angefangen habe zu streamen, bin ich nur am Essen. Beweg dich! Achso, Hexensinner. Komm schon, Plätze! Einmal hier entlang. Sieht aus, als würde es lahmen. Beweg dich! Okay. In der Tat lahmt es. Denn es ist mehr als tot. Ihr Pferd ist zusammengebrochen. Sie können nicht mehr weit sein. Was ist los? Sag du's uns. Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja, permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke. Oh ja. Wieso muss Geralt eigentlich immer den Hintereingang nehmen? Da. Oh. Hoppala. Ja, Geralt ist tot. Auch schön. Mhm. Ja, zum Glück wurde hier gespeichert. Das wäre ja was geworden. Und woher weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Ich gehe mit dir. Ich habe eh keine andere Wahl, oder? Und keine Maske. Ich kann dir den Hals umdrehen, wie du Masken, verstanden? Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber die Wände, wie gesagt, 100 Dolfer. 100 Dolfer. Boah, wenn ich den schon Faseln höre. Oder ich will nicht Julian alte Panker bis Kauntelenten Hofe sein. Bis kaum. Bitte, gib mir doch jeder Ritterstau. Boah, wenn ich Rittersporn echt schon reden höre, das ist so. Dachchen. Sterb, verdammt! Aua. Ich würde hier gerne weggehen, aber jetzt. Sehr schön. Ja, ja, Rittersporn, du kannst da noch mal ein bisschen. Hm?
Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ach komm. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was? Er hat ja schon wieder eine andere Stimme. Reden wir draußen. Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Wir? Ich hatte einen perfekten Plan. Aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist. Hast du sie nicht gesehen? Ich... Also, ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet zu Hurensohn Junior gegangen bist. Mir ist sonst niemand eingefallen. Mit mehr Zeit hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber Ciri meinte, die wilde Jagd sei ihr auf den Fersen. Hurensohn schien vergleichsweise harmlos. Es ist was schiefgelaufen. Dann weißt du schon alles? Du bist doch wohl nicht sauer. Mein Plan warum war fragen perfekt. Wir das alle? Theoretisch jedenfalls. Wie hätte ich wissen können, dass Menge hinter Dudu her war? Ich habe genug von deinem Plan gehört. Jetzt muss ich wissen, was mit Ciri geschehen ist. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Was? Ich jetzt einmal ganz kurz das Ding hier auf. Das Problem ist... Ach so. Ja, jetzt komme ich mit. Ist doch der perfekte Name für ein Kind, oder? Ja, ich habe eben nicht verstanden, was du damit meintest, ne? Deswegen... Wir sind jetzt auf einer Wellenlänge wieder. Aber sonst, wenn du mich so fragst... Rein theoretisch würde ich überall mit hinkommen. Rein theoretisch. Du bist doof. Okay, da ist noch Energy drin, also alles gut. Flieh zur Tempelinsel, okay. Okay. Also, auf und davon. Muss ich jetzt hier rein? Wirkt fast so. Hier ist ein Rittersporn.
Verdammt. Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Oh, nö. Wettersporn! Ja, Ciri kann es nicht einfach machen. Verdammt. Nimm nicht. Diesen Mann fest. Ach, was für Raps. Ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Hauptjäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Er ist tot. Hurensohn ist tot. Oh. Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Nein. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Wie eigentlich jeder. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht sauer auf Rittersporn ist. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe bei den Ziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Wo ist denn dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst? Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einbringen. Doch, Ali. Entschuldigung. Vafail Elaine. Und auf frohe Ostern dir. Gledif Dorn Epteneit Bundro Itne Iacus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Noch. Armer Rittersporn. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das ja, mir geht's auch soweit gut. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, bin seltsamerweise immer noch fit. Um Yen und mich zu suchen. Mache ja hier gerade einen 24-Stunden-Stream. Um nach Spuren von Ciri zu suchen. Ja. Ja. Also, Skellige? Ja, mach dir erstmal einen Kaffee. Skellige. Kaffee ist ja überhaupt nicht meins. Ihr beiden habt jetzt genug gehabt. Jetzt will ich mich endlich mit Ritter Sei mir gegönnt, ich habe hier meinen. Wenn du fertig bist, bin ich dran. Energy. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Versuche mich irgendwie wach ein zu halten. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Ich glaube, ich habe um 21
45 rum angefangen gestern. Und ja, fast 13 Stunden. Blood and Wine, Glückwunsch, du kannst jetzt in der Erweiterung Blood and Wine auf Abenteuer gehen. Deine bisher verfolgte Quest wurde gegen die erste Quest von Blood and Wine ausgetauscht. Wir empfehlen grundsätzlich die Erweiterung erst mit einem Charakter ab Stufe 34 zu spielen. Ah, gut, werde ich mir auch nicht machen. Ich glaube, da kommt noch ein großes Update für die neuen Konsolen. Echt? Also ich habe Witcher jetzt auf PC und PS4, das reicht. Dann werde ich mir wahrscheinlich nicht nochmal holen. Weil, wenn es auf der 5 kommt. Fast halbzeit, ja. Ja. Quasi ja schon drüber, so ein bisschen. Jetzt muss ich nur noch mal so lange durchhalten und dann ruft mein Bett. Mein geliebtes Bett ruft dann. So. Ja, gut, wir könnten das Gellige, ne? Aber wir haben hier noch so einiges, was wir nebenbei noch tun können. Ach stimmt, wir können uns das hier noch holen. Ja, du, alles gut. Mich wundert es, dass ich noch wach bin. Also mein längster Stream bisher war 15 Stunden. Und da habe ich aber direkt nach dem Aufstehen angefangen. Gestern hatte ich mich dann nur noch mal für 3-4 Stunden hingelegt. Und jetzt halt weitergemacht. Also den schlimmsten Tiefpunkt bisher hatte ich schon. Das war vor 2 Stunden. Da wäre ich beinahe eingeschlafen. So, machen wir erstmal das hier im Sumpf weiter. Achso, und einmal. Nee. Zurück, Charakter. Das hier war das Schild, ne? Ja. Dann möchte ich einmal noch drauf gehen. Hier noch was? So, machen wir das einmal. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir bei der Alchemie noch was haben. Ja, Tatsache. Mystische Substanzen. Bomben. Und Öle haben wir noch. So, sehr schön. Haben wir auch da wieder ein bisschen was hergestellt. Wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Oh, echt? Ja. Gut, Monster Hunter habe ich noch nie gespielt. Besitze, glaube ich, einen Teil. Aber ja. Da hört es dann auch schon auf. So, dann bitte einmal in den Sumpf. Und dann können wir einmal hier den Auftrag dann abgeben. Wir laufen schön geschmeidig durch den Sumpf. Auf und davon. Zettchen.
Ja, ihr hübschen kleinen Ertrunkenen. Vor ewigen Stunden habt ihr mir auch mal was getan. Da hinten müssen wir hin. Ein Hexer! Meinen Gruß! Ich will mein Geld. Wo ist es? Da, nimm es. Doppelte Summe. Wie vereinbart. Ich halte mein Wort. Ja, beim zweiten Mal. Schon gut, danke. Und leb wohl. Okay. So. Was haben wir denn hier noch an Hexaufträgen? Ein flüchtiger Dieb. Das war in Novigrad, ne? Ja. Gut. Dann gehen wir auch da einmal zurück. Wird jetzt, glaube ich, auch erstmal die letzte Schnellreise sein. Sobald wir in Novigrad sind, müssen wir ja nochmal eine ganz kurze Pause machen. Da ich gerade etwas Magenprobleme habe. Leider. Und ich lieber frühzeitig aufs Klo gehe als zu spät. Ich freue mich schon, wenn ich hier unten mein Klo habe. Genug Fälle. Weil die Magentropfen dauern noch ein bisschen besser anschlagen. Das kann nicht. Dann brauchen die. Ja, weiß ich nicht. Mindestens eine Viertelstunde, glaube ich, brauchen sie. Achso, doch, war richtig. So. Dann einmal hier nach Novigrad. So. Und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Kurz, wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein.